Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova tappa a bordo della nostra Besenwagen. Il Giro 2023 arriva a Napoli, una città in festa da giorni per la vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Il Giro arriva con la sua carovana a celebrare a suo modo questa incredibile città. Sole, mare, pizza e biciclette. Cosa volere di più della vita? So, grazie mille a Giacomo vom Gelato Riding Club. Der hat uns unser Intro heute eingesprochen. Danke, Giacomo. Vielen Dank. Ja, und danke an Rafa, wie immer, für Besenwagen auch während dem Giro fix machen. Paul ist mal wieder einen ganzen Tag Auto gefahren von Berlin nach Köln. Vorher 5 Stunden Fahrrad, jetzt 5 Stunden Auto. Und jetzt hoffe ich nicht 5 Stunden Podcast. Ja, du musst ja, du machst das ganz richtig. Es gibt ja auch ein YouTube-Dokument von deinem letzten Erfolg, also kann es nicht so falsch sein. Ja gut, Stresspotenzial ein bisschen reduzieren wäre trotzdem gut. Ist aber ein bisschen Stress auf dem Video auch? Wie zur Vorbereitung du? Und so weiter, ist das auch mit drin? Ich habe es noch nicht geguckt. Ach so, nee, weiß ich, keine Ahnung, guckt es euch an. Und somit auch die Werbung direkt reingebaut. Ja, das war mein Plan. Ah, okay, hast du sehr gut gemacht. Ja, also wenn ihr euch den Trucker-Sieg nochmal genauer anschauen wollt und ein paar Dinge drumherum, schöne Drohnenaufnahmen vom guten Kadir, dann Link in den Shownotes, würde ich sagen. Und dann findet ihr dahin bei Outside YouTube. Das war Gravel-Profi Paul Voss. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Andy Stauff. Und wir begrüßen heute mal wieder in der Startaufstellung. Wir haben jetzt unser Kölner Büro und können uns öfters mal Leute einladen. Den guten Lars Teutenberg, den Chef vom Teutenberg-Clan. Hallo zusammen. Hallo. Kann sein, dass Köln, also in Berlin würden wir, glaube ich, 3 Aufnahmen im Jahr hinbekommen. So. Immer Roger Kluge. Immer Roger Kluge, immer Philipp Eichsleben. Und dann fangen wir von vorne an. Und hier Köln kannst du schon fast jede Woche dir irgendjemanden ranziehen, ne? Ja, also schon. Also Teutenberg-Clan sind wir ja gerade drauf gut, gekommen. Bei Teutenberg-Clan sind allein schon 5. Je nachdem, wie man alles mitzieht. Radfahrende sind es 5, ja. Ja, 5. Allein da schon 5, ja. Das ist erst Nummer 2, wir sind da sparsam. Wir planen ja den Besenwagen auf viele Jahre auszudehnen, also kommt nur alle 2-3 Jahre ein Teutenberg hier rein. Ina Joko war schon da, also wer die Folge noch nicht gehört hat, der darf da gerne nochmal reinhören. Und heute Lars ist richtige Titel, Chef vom Teutenberg-Clan? Ne, glaube ich nicht. Ich bin der Älteste, das passt schon dann. Bist du älter als Sven? Ja. Wie viel älter? 2 Jahre. Okay. Ich habe Sven schon lange nicht mehr gesehen. Erklär mal, so aus deiner Sicht jetzt, Lars und Sven, wer ist das so? Ja, Sven war für mich immer der Rennfahrer, was aber auch nicht stimmt, weil Lars war auch Rennfahrer, aber Lars war für mich immer der Zeitfahrguru, also Aero-Typ, Bastler. Bahnfahrer. Stimmt, Bahnfahrer auch, aber das, ja, ich glaube, das ist echt noch sehr weit vor meiner Zeit. Ich weiß nur noch, Deutsche Meisterschaft war eine Münde, Einzelzeitfahren. Was bist du da geworden? 3., 4? Welches Jahr? Boah, das war ein Jahr, wo du es nochmal richtig probiert hast. 2007? Ja, kann sein. Zweiter. Also, oder 2008? Irgendwie so auf jeden Fall, genau, das habe ich so in Erinnerung. Und sonst dein Bruder halt, ich glaube, der war Sprinter, ne? Ja, ich war der Einzige in der Familie, der das nicht konnte. Stimmt, deine Kinder sind ja auch nicht langsam, ne? Ja, meine Tochter ist eher so mein Kaliber. Tim hat da zum Glück ein paar Gene mitbekommen, die auch sprinten können. Ja, da freuen sich die Kölner Kriteriumsfahrer immer. Auf jeden Fall, das habe ich noch live miterlebt vor einer Woche. Es war, ich weiß jetzt gar nicht, mit wem es unangenehmer zu fahren ist, heutzutage mit Tim Thorn oder zu besten Zeiten mit Lars. Da kannst du auf jeden Fall da noch was Storys erzählen. Da habe ich nämlich auch noch Erinnerungen dran. Ja, aber Leute, wir müssen erstmal einen kurzen Allgemeinpart hier einschieben. Wir haben es schon angekündigt, wir machen auf jeden Fall Giro-Sonderfolgen. Wir setzen uns am Sonntagabend hin und rekapitulieren die erste Woche. Das kommt dann am Montag. Aber ein bisschen was ist schon passiert. Das Erste, was ich mir aber notiert habe, ist was, was wir eigentlich in der letzten Folge schon hätten besprechen können. Jetzt habe ich es aber auf jeden Fall mit reingenommen. Meisterschütze Antonio Tiberi, erst von Trek beurlaubt, jetzt tatsächlich gekündigt. Finde ich gut erstmal so als reine Information. Was ich daran jetzt aber interessant finde, ist, Andi, deine Einschätzung,
von hinter den Kulissen? Weil das ist ja so aus Agentensicht auf jeden Fall jetzt mal super spannend. Warum? Im positiven oder negativen Sinne. Ich habe es gerade auch erwartet, dass da keine Insights kommen. Je nachdem, was ich meine, du kannst ja auch nur mutmaßen. Weißt du, bei wem der im Management ist? Nee, keine Ahnung. Aber er wird irgendwo im Management sein. Ich denke mal, dass er jemanden hat, der. Ja. Also vielleicht hat es deswegen so lange gedauert, ne, dass man da versucht hat, irgendwie die Kündigung auszusetzen. aber es, ich meine, es ist ein triftiger Grund, jemanden zu kündigen, wenn er da. Du hast auf jeden Fall in jedem Vertrag stehen, so, du musst das Image des Teams und des Sports und alles Mögliche. Aber das hat schon lange gedauert, ne? Sie haben ihn, glaube ich, erstmal für, was war das? 2 Wochen? Ja gut, aber so. Also von dem Punkt, wo sie ihn ohne Gehalt freigestellt haben, den Punkt, wo sie ihn jetzt entlassen haben, war jetzt schon, glaube ich, ein paar Monate. Ja, drei. Zwei, drei Monate, ja. Der Witz, wo irgendwie auch noch ein bisschen um Geld gegangen ist, eigentlich. Also das Einzige, was ich aus Agentensicht dazu sagen kann, ist, dass wir in der Zeit, in der das passiert ist, einfach so einen Running Gag mit unseren Fahrern hatten, immer so gefragt, und alles klar, hast du eine Katze erschossen oder nicht? Nee, dann alles gut. Dann könnte es schlimmer sein. Ja, aber ich meine, ne, die Frage ist schon irgendwie legitim. Wenn der jetzt bei euch im Management wäre, dann ist man da am Rotieren. Aber bei Corso gibt es eine No-Asshole-Policy. Okay. Also wir versuchen eigentlich schon im Vorfeld die Fahrer so auszuwählen, dass wir solche Probleme nicht bekommen. Ja, aber ist der ein Asshole? Oder hat er einfach nur irgendwie so ein bisschen... Er hat im Fahrerfeld schon so einen gewissen Ruf. Also gab Fahrer, die gesagt haben, das hat die jetzt nicht überrascht. Und das muss schon was heißen. Also wenn das keine überraschende Nachricht ist... Ja. Aber ich kenne ihn persönlich überhaupt nicht, also von daher, keine Ahnung. War der gut? Ich kannte ihn jetzt gar nicht so. Also ist es der Juniorenweltmeister? Der war Weltmeister, ne? Ja, ja. Ja gut, damit er irgendwo bei einem. Ja, ja, das ist jetzt die nächste Frage. Unterkommen in Italien. Oder beim World, bei Astana oder so. Ja, stimmt, Astana. Also, würde passen. Ja, das ist jetzt die nächste Frage. Wo kommt er unter? Weil eigentlich kann man ja sagen, das wird schon irgendwo wieder, ne? Vielleicht ist es auch deswegen auseinandergegangen, weil ein anderes Angebot da ist und man sich irgendwie so geeinigt hat. Kann sein. Also ich glaube, so die Teams mit so ein bisschen weltoffeneren, modernen Sponsoren, die sind da jetzt nicht so heiß drauf. Also Astana. Aber ja, es gibt mit Sicherheit Astana noch Astana passend dann. Ein paar Teams, die das so vielleicht jetzt ein bisschen aussitzen, bis es nicht mehr so aktuell ist und dann so unangekündigt ihn dann nächstes Jahr im Roster haben. Team Medellin im Notfall. ja, dafür Tiberi fliegt raus und Lidl ist endlich wieder drin bei Track. Eine ganz kurze Frage, wo wir gerade über Medellin gesprochen haben. Der fährt ja, wie heißt der Kollege? Miguel Angel Lopez. Genau. Ey, meint ihr, dem ist langweilig, berghoch? Dort bestimmt. Da gewinnt ja jede Bergankunft, ne? Also der fährt ja einfach, ich glaube, die fahren unten den Berg rein und der fährt dann einfach los. So, und dann das ist ja auch kein Niveau für, also die sind ja schon nicht schlecht da drüben so in Kolumbien und in Amerika, aber. Ja, gut, der härteste Konkurrent ist Oscar Sevilla, ne? Und der fährt in seinem eigenen Team. Und ist 46 oder so. Ja, also das ist schon, ob der nochmal zurückkommt? Ja, der wird schon lieber jetzt einen Giro mit die Berge hochfahren, würde ich sagen. Ja, aber ist krass, der gewinnt wirklich einfach jede Bergankunft, ne? Also komplett. Der stürzt, ich glaube, der ist auch alleine gestürzt irgendwo, da bei einem Rennen in den Staaten, wo er in Führung lag. Egal, ich wollte es bloß mal reinwerfen, hab mich. Ja. Wir verfolgen das weiter. Trotzdem hätte ich gerne ein Trikot von denen. Egal, Team Lidl Returns. Vielleicht kann ich mir da ein Trikot holen. Du hast es schon gesehen, ne? Das Trikot selber noch nicht. Ich habe so eine Art Moodboard für das Trikot gesehen. Ich weiß auch, auf welchem Design das so basiert. Das hört sich interessant an. Bei Lidl so ein Moodboard, würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht. Ja, ich glaube, es gab ja schon in der Geschichte des Radsports so ein paar Trikots, die gelb und rot waren. Und im Nachhinein würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Also, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so der... Lidl wird Hauptsponsor? Ja, so wie ich glaub, die Pressemitteilung jetzt war, ne? Heißt es Lidl Track. Ich habe Lance Armstrong Podcast gehört und dann meinte Johann Brunel so, würde ich mir überlegen anstelle von Track, so, das heißt dann Lidl Track. Der hat immer so gesagt, so German Supermarket Lidl, Lidl, hat er die ganze Zeit gesagt. Lidl Track sounds stupid. Ja, wenn man es so ausspricht, ne, aber
Ich meine, das entscheidet ja bei so Radteams immer. Aber weißt du, ob das. Das Budget. Ob das Lidl Italien ist oder Deutschland? Nee, das ist Lidl. Ja, Lidl. Groß Lidl. Headquarter ist ja Deutschland, aber scheinbar wollen sie halt nicht in Deutschland Werbung machen, weil jeder schon einkaufen geht. Aber ich finde es interessant. Also, Lidl Global. Finde ich jetzt nicht naheliegend, den Move. Also, ich weiß nicht, gut, weißt du, wo auch die abzielen, auf welche Märkte? Man war auch schon bei Quickstep drin und hat da erste Erfahrungen gemacht. Gemacht. Ja, also das macht halt schon Sinn, aber da jetzt, ich weiß nicht, Italien. Lidl ist ja jetzt in den letzten Jahren schon in ganz Europa kräftig am Expandieren. Auf dem Essmarkt oder so vielleicht? Ja, bestimmt. Das weiß ich nicht. So aber Trek ist ja schon relativ bekannt. Ich habe auf jeden Fall schon einige Supermarkt-Expansionsdokus gesehen. Aber ich kann mich nicht genau erinnern, ob jetzt wie die Lidl-Expansionspläne waren. Da gibt es ja eigentlich fast überall, oder? Ja. Ist schon schade. Spanien ganz groß auf jeden Fall. Vielleicht war das Modell Jumbo ja so erfolgreich, dass sie da anknüpfen wollen. Er muss ein bisschen beim Manager aufpassen, aber sonst. Aber gibt es Jumbo außerhalb von Niederlanden? Ich glaube nur in Belgien noch, oder? Würde ich sagen. Keine Ahnung. Naja. Aber ich finde es immer schade, dass dann so eine Firmen groß reingehen in Radsport und dann halt nicht in Deutschland. Das ist halt schon immer ein bisschen schade. Ja, man hat immer die Hoffnung, aber ja, es liegt halt völlig auf der Hand, dass es gar keinen Sinn macht, in Deutschland Werbung zu machen für Lidl. So, es ist halt, jeder kennt es, jeder geht da einkaufen. Es ist ja auch immer so, wo kannst du gerade rein, wenn du nicht gerade direkt ein neues Team machen willst. Ne? Bora hat jetzt auch bis 2027, glaube ich, verlängert mit der eigenen Mannschaft und also man kann ja schon sagen, eigene Mannschaft, aber mit dem Team Bora eben. Und ich glaube, das war dann halt ein ganz guter Fit. Die haben Sponsor gesucht. Lidl wollte rein. Ich meine, Alpecin ist auch Sponsor bei einem belgischen Team. Ja. Aber mich würde ja dieser ganze Pitch-Prozess irgendwann mal echt zu interessieren. Also welche Schritte es da so gibt, bevor man dann so einen dicken Fisch wahrscheinlich, also wird es dann nicht nur um 1 Million gehen. Ich weiß nicht, ob da ein Pitch läuft auf so einer Ebene. Ja, Andi lächelt schon so. Also ich meine, das ist ja, oftmals sind ja auch irgendwelche das wird vielleicht Managing-Agenturen, die auch Fahrermanager irgendwie mit drinne. So wie Andi gerade lächelt, gehe ich davon aus, dass Corso ein bisschen was mit zu tun hat. Nee, wir haben damit gar nichts zu tun. Nee. Okay. Aber es gab jemanden, der da was mit, also ich weiß auch nicht, in welchem Umfang zu tun hatte. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Kannst du erzählen, wir haben Zeit. Nee, kann ich nicht erzählen. Also dazu habe ich auch zu wenig Infos dazu. Okay. Ja, dann ist dieses italienische Radrennen jetzt losgegangen. Gibt es dazu erste Meinungen? Ich habe gerade noch auf der Fahrt den What's Queuing Podcast gehört. Ich spreche es mal falsch an. Also immer deine einzige Vorbereitung auf diesen Podcast ist einfach den von Geraint Thomas zu hören. Ja, aber da kriegst du voll geile Informationen. Ich habe heute erfahren, dass Philipp Ogana für 20 Minuten 500 Watt gefahren ist oder über 500 Watt. Kein Problem für ihn, würde ich sagen. Ja, das ist schon viel. Ja, oder? Hat nicht ganz gereicht. Und hat er erzählt, es gab den Sturz auf der zweiten Etappe, den großen. Oder? Ja. Genau. Dass Thomas und Gegenhardt dahinter waren. Und Thomas gerade durch so eine Lücke durchkommt und dann auf einmal Gana an ihm vorbeigeschossen kommt, er nur ans Hinterrad geht und das dann für ihn die schlimmsten 30 Sekunden seines Lebens waren. Also, dass er sich nicht dran erinnern kann, wann er mal so tief gehen musste und dass der Sattel eigentlich, er hat Lucuolo gesagt, so Geraint Thomas-Style wieder 3 Zentimeter nur auf der Sattelspitze, weißt du? Mhm. Und meint, das war unglaublich hart, also ein paar Sekunden länger und der wäre einfach abgefallen. Der war, ja, so. Dann wird er jetzt wissen, wie es den anderen im Vierer geht, ja, wenn er auf den letzten Kilometer ins Rollen kommt. Ist immer nur geil, wenn du sowas beschrieben. Ja, man kann sich das halt vorstellen, wenn man das ja mal in einer Situation irgendwie schon mal war. Ich finde das immer lustig. Wenn du halt wirklich so am Hinterrad hängst und dir ist egal, was vor dir passiert, ob dein Auto kommt oder nicht, dir ist es halt einfach egal, weil du hängst einfach an diesem Hinterrad und willst dann nicht abfallen. Schon auch ziemlich Banane. Ja, sonst ist so favoritentechnisch eigentlich jetzt noch nichts groß passiert. Remco hat erstmal rasiert. Wollen wir nicht einfach alles für Sonntag aufheben? Ja, nee, wenn wir jetzt schon ein italienisches Intro haben, müssen wir auch ein bisschen reden. Ich habe eine Frage an Andi. Theo, weißt du, wie viel Rennen Theo schon in seiner Profikarriere gewonnen hat? Nein. Also es sind 12 oder 13. Weißt du, wie viele er davon in Italien gewonnen hat? 12 oder 13? 12 oder 11. Eins nicht. Okay.
Ja. Also. Was hat er nicht gewonnen? Irgendeins in Spanien hat er gewonnen. Ja, dieses Jahr. Dann. Etappe bei, ne? Was Valenciana? War das? Valenciana, genau. Fun Fact: Ich habe fast alle meine Siege, sind nur 4 oder 5, in Katalonien geholt. Ja, man hat immer so eine Region, da kann man halt besonders gut Radfahren. Ja, genau. Ja, bei Theo ist es Italien auf jeden Fall. Also ja, schon besser als nur eine Region, ist schon gut, wenn es ein ganzes Land ist. Wir bleiben da gespannt, was so kommen wird. Für Bora bis jetzt auch ganz gut gelaufen. Die beiden sind noch stabil platziert. Und wir haben uns vorhin schon mal unterhalten, Andi, dass das heißt gar nicht mehr Quickstep, ne? Nee. Wie heißen die? Sudal? Nee, heißen Sudal, die Sudal? Quickstep. Sudal Quickstep. Ja, die sind heute schon mal ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Also, ach was. Jumbo hatte schon ein bisschen Federn gelassen vor dem Start, aber jetzt muss man sagen, mannschaftstechnisch könnte es noch reichen. Ja, also ich glaube, das ist so Remcos Schwäche. Wenn er eine hat, dann seine Mannschaft. Ich meine, die stehen alle, also die arbeiten alle zu 100% für ihn, da brauchst du ja nicht so Gedanken machen, dass er irgendwie die Leaderrolle nicht hat. Bei den ganzen anderen Teams ist es ja nicht, also teilweise nicht so klar vergeben, aber das ist dann so, ja auch ne, vielleicht das, wie man ihn schlagen kann, eben bei so einer Etappe, wie die vielleicht gar nicht so schwer aussieht, früh isolieren und dann eben die Teams, die mehr als einen Fahrer fürs GC haben, können die Karte dann spielen, aber auf der anderen Seite kann auch sein, dass er dann einfach selber losfährt und ja. die abhängt. Also ich ja, bin, 3 Wochen sind 3 Wochen. Ne? Also. Ich bin gleich mal gespannt auf Lars' Einschätzungen zu Remcos Aerodynamikfähigkeiten und so weiter. Ich würde sagen, Giro, alle reinhören am Montag, ausführliche Besprechung, dann wissen wir auch ein bisschen mehr, sind schon ein paar mehr Etappen passiert. Ja, Lars, kennst du Ansgar Rademacher? Mist. Müssen wir das rausschneiden. Der Zahnarzt. Und der hat mir immer von Tim erzählt. Also scheinbar ist Tim da zumindest. Ach so. In Rohndorf. Ja, ja. Ja, gut, aber... Ja, du kommst doch nicht direkt drauf, dass er einen Zahnarzt meint, wenn du den Namen sagst. Den Namen sagst, der Name ist mir schon bekannt, ja. Aber ich kenne ihn jetzt nicht als Radfahrer, ja. Ja, okay, dann können wir es doch drin lassen. Von dem habe ich nämlich schon, ach, weiß ich gar nicht, schon Jahre her, das war ein Patient von mir, als ich noch Physio war. Und ich bin dann natürlich zu dem als Zahnarzt auch gegangen, weil es auch ein cooler Typ war. Wir waren noch mal laufen zusammen, waren noch mal Radfahren zusammen. Der hat dann mit Radfahren angefangen. Ich habe ihm ein Fahrrad irgendwie organisiert, keine Ahnung. Und der meinte, Teutenbergs, die sind so hart. Der Tim... Der sagt immer, keine Betäubung. Ja, das habe ich am Montagabend auch noch von jemandem gehört. Da ist er am Montag operiert worden. Kahnbein. Der Stolz war aber bei der Olympiastour. Ende März hat sich da erstmal nicht so ganz, war nicht so ganz eindeutig, wurde besser, wurde dann wieder schlimmer, bis es dann halt geröntgt, MRT, ja, und dann muss es doch verschraubt werden. Tja, und das hätte er sich ohne Betäubung rausholen lassen oder was? Nee, das oder? Nicht, aber er hat zwischendrin noch mal ein paar Medicine-Rennen gefahren und so weiter. Da braucht man die Hand ja auch nicht. Ja, ich glaube, der geneigte Hörer braucht jetzt erstmal einen Überblick über die Familie. Wir haben es hier in der Einleitung bzw. in der Begrüßung schon angeschnitten. Es gibt Lars und Sven, 2 Brüder, relativ gleichen Alters. Wie alt bist du jetzt? 52. Was, du bist echt schon 52? Ja. Nee, du siehst halt echt einfach noch jung aus, ey. Deswegen, also ich weiß, ich hab Sven schon sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen dachte ich auch mal, dass du der Jüngere bist, wo du halt immer so jung aussiehst, aber 52, ey. Gut, dass ihr das nicht jedes Mal fragen an der Startlinie, wenn ich da noch stehe. Fährst du noch Rennen? Klar, wenn ich Zeit habe, ab und an. Fährt noch mit den Elite-Amateuren hier um die Ecke. Ja, das ist gut für mich. Um also da jetzt im Verhältnis gesetzt bin ich noch sehr jung. Kann ich noch ein bisschen fahren. Ja, und dann gibt es deine 2 Kinder, die Fahrrad fahren und eure Schwester, die Fahrrad fuhr und jetzt bei Trek im Auto sitzt. Und ja, dein Bruder
sagen wir mal, ja, kann ich glaube ich so behaupten, war jetzt der bessere Straßenrennfahrer. Hat es in Pro Tour zumindest Fall, geschafft. Ja. Bei dir gibt es auf jeden Fall auch Ausflüge in den Profi-Radsport, aber ich denke heute jetzt auch hier im Besenwagen bekannt als Aero-Tüftler und da jetzt mittlerweile einen ganz guten Namen gemacht. Ja, da habe ich auf jeden Fall auf höherem Niveau gearbeitet als sportlich gesehen auf der Straße. War es immer ein bisschen schwer, als 6-Tage-Fahrer war man da sehr schnell abgestempelt. Hatte seine Vor- und seine Nachteile, alles gut. Wie seid ihr denn? Ich habe dich gar nicht als Bahnfahrer so richtig, also ich glaube, ich konnte dich einfach nie einordnen, aber so Bahnfahrer war jetzt auch nicht so bei mir auf dem Schirm. Das, warst du richtig Bahnfahrer, so richtig? Ich war am Anfang auch Nationalmannschaftbahn, aber ja. Da gab es halt zu einer gewissen Zeit relativ viele Fahrer, die im Vierer schnell fahren konnten, also ungefähr 2 Nationen. Da bin ich dann auch nicht dabei gewesen und bin dann relativ schnell halt in die 6-Tage-Rennen gekommen und bin da geblieben. Okay. Damals gab es auch noch ein paar. Ich sehe gerade 100 Kilometer Weltrekord. Hey, jetzt spring mich wieder hier in den Themen. Einfach mal querbeet alles durchgegangen. Es war auch eine Bahn, aber die ist ein bisschen größer gewesen. Es war eher eine Autobahn. Größenordnung. Mach mal hier, du hast ja meinen Plan. Ich springe ja rein, nicht. Wir fangen einfach mal am Anfang an. Wie seid ihr denn zum Radfahren gekommen, dein Bruder und du? War das schon in der Familie? Nee, eigentlich nicht. Mein Vater hat früher Judo gemacht. Sollte irgendwann mal ein bisschen Sport machen, weil er was am Rücken hatte. Und Radfahren war da ganz gut. Dann bin ich halt eingestiegen. Das erste Mal, als wir in den Ferien viel gefahren sind, habe ich dann gleich nochmal einen Blinddarm-OP gehabt. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann ja relativ schnell meinen Bruder angefangen und ein Jahr später ungefähr meine Schwester dann. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wo kam das Fahrrad her? Oder wo kam der Wunsch her, Radrennen zu fahren? Ich bin mal dann ein Rennen außer Konkurrenz in Mettmann halt mitgefahren, ohne Lizenz damals noch. Es hat Spaß gemacht, es ging. Und ja, dann sind wir irgendwie alle da reingekommen dann. Stimmt, die Schwester ja gleichzeitig auch noch. Wie weit seid ihr auseinander? 4 Jahre. Also sie ist damals bei ihrem ersten Rennen, glaube ich, nach gut 100 Metern gestürzt. Das Fahrrad war kaputt. Und am nächsten Tag ist er mit einem Dreiganggrad das Rennen mitgefahren. Ja, krass. Auf jeden Fall bekannte Familie hier. Andi, was ist die erste Erinnerung? Ja, da muss ich noch ganz schön weit zurückdenken. Ich glaube, der erste Teutenberg, den ich kennengelernt habe, war tatsächlich dein Vater noch. Der hat damals auch immer das Bahntraining in Büttgen geleitet. So in den Juniorenklassen, Jugendklassen, da saß er selber noch auf dem Derny. Also hinter Lars Vater bin ich einige Runden auf der Bahn gefahren, auf jeden Fall. Und ja, ich meine, so ein bisschen, so dieses 6-Tage-Rennen, das hat man so ein bisschen verfolgt damals noch als Jugendfahrer, aber auch schon nicht mehr so wirklich. Das war dann, da war ich noch sehr, sehr klein, als dann das Kölner 6-Tage-Rennen zum Beispiel noch gab. Und dann sind die ja nach und nach eigentlich alle ausgestorben. Ich glaube, Dortmund gab es dann noch relativ lang. Und da ist der Name Teutenberg mir schon mal so von Lars zumindest mal ins Bewusstsein gekommen. Klar, Sven Teutenberg, den kannte man, weil er dann Straßenprofi war. Und Lars selbst habe ich dann, glaube ich, in meiner ersten Saison bei den Männern kennengelernt. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Rennen. Das muss so relativ früh im Jahr gewesen sein. Und ja, ich bin halt immer so zum Training eher, so auch die Rundstreckenrennen hier in Nordrhein-Westfalen noch gefahren. Und wenn man dann so ja, diese langen Distanzen halt trainiert und so aus dem Grundlagenblock zum Rundstreckenrennen gekommen ist und damals noch mit Andi Beikirch, Andreas Kappes auch noch gefahren, Lars Teutenberg, die hatten dann teilweise eine 165er Kurbel montiert und sind ein bisschen schneller um die Kurven gefahren, erstmal als man das so gewohnt war. Und kann ich mich noch an das ein oder andere Rennen erinnern, wo ich mit Lars in einer Ausreißergruppe war, wo ich mir dachte, so, wir haben doch jetzt schon eine halbe Runde Vorsprung, jetzt könnte er mal ein bisschen langsamer machen. Aber er hat es ja eben schon angedeutet, so Laktat kennt er da nicht so wirklich, sondern
ist ja schon immer gefahren wie Moped. Ja, man muss ja weiterfahren. Also das Ziel ist ja immer, den Rundengewinn zu schaffen. Das hat man dann von der Bahn wiederum. Ist immer noch die Nummer 1 Wertung dort gewesen oder auch jetzt noch normalerweise. Und ja, wenn man da mit ein bisschen Elan reingeht, dann, dann war das halt so. Und mit den anderen zwei Kollegen, das hat ja dann allein taktisch so phänomenal funktioniert, dass wir ja fast alle Rennen gewonnen haben. Ja. Also es war schon geil, früher mal aus dem Osten, den Goldenen Westen, zu den Grits hier, Oberhausen und so, wo es noch richtig Kohle gab. Und halt wirklich immer du, dann war ich damit, Entschuldigung, mit Jason Phillips im Team. Und dann irgendwie auch schon mal eine kürzere Kurbel dran, hatte andere Reifen drauf. Haben wir so einen schönen Rutschtest nochmal gemacht, irgendwie auf Malle, ein paar Reifen getestet. Das war halt so, ich meine, jetzt mittlerweile ist es ja normal, macht sich ja jeder Gedanken, aber früher wart ihr halt echt so die Einzigen, ne? Also ich glaube, wir sind auf jeden Fall einfach Rad gefahren. Also da war jetzt so ein bisschen egal, also 165er Kurbellänge. Und ihr habt euch ja schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, auf jeden Fall. Ja, wir haben da, glaube ich, relativ früh angefangen. Ich habe ja schon die ersten Tests mit, also das erste SRM habe ich, glaube ich, 1990 oder so gehabt. Also als SRM 25 Jahre gefeiert hat, hatte ich halt schon 23 Jahre SRM. ja, ich war halt einer der Ersten, der da mit Uli das dann genutzt hat schon. Und ja, wenn man die Sachen halt schon ganz früh sieht, schon Tests gemacht hat, haben wir schon für die Tour mal Laufradtests gemacht. Das kann ich mir noch erinnern, da waren die Schamal-Laufräder. Und wenn man diese Unterschiede dann ja, spürt und misst gleichzeitig, dann lernt man ja auch relativ schnell, was dahinter steckt dann und was man damit machen kann. Wie ist denn dann deine Karriere so verlaufen? Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt das Vorhaben gehabt, Straßenprofi zu werden? Sicherlich hatte ich das am Anfang auch die Idee gehabt, habe auch zwischendrin mal für Teams Probetraining oder sowas gemacht. Gut, dann kam halt die 6-Tage-Rennen und das hat halt Spaß gemacht, war ja auch lukrativ und ganz am Anfang bei mir war ja auch die Straße noch ein bisschen mehr getrennt von der Übergang war jetzt nicht so einfach, wie es jetzt war. Damals ist ja jetzt auch noch teilkompliziert. Damals gab es Open-Rennen, da gab es halt wirklich zwei Klassen. Also es gab eine Profiklasse und eine Amateurklasse ganz am Anfang und da war das halt schon ein Riesensprung. Ja, und gleichzeitig hast du irgendwie mitbekommen, dass dein Bruder das ja dann irgendwie ab irgendeinem Zeitpunkt geschafft hatte. Tatsächlich, wenn ich hier so reingucke, gut, Telekom noch. Ja, die letzten Erfolge bei der Tour de Pont in den USA, die haben wir ja noch gemeinsam gefahren, da sind wir in einem Team gewesen, also den Sprint habe ich ja bisweilen noch angefahren. Aber du bist ja dann irgendwie auf jeden Fall Vollgas dabei geblieben. Was war das Nächste, was passiert ist so nach den oder während den 6-Tage-Rennen, hast du dich dann schon irgendwie weiter als Experte irgendwo positioniert? Ja, ich habe schon früh angefangen, halt mit SRM zu arbeiten, habe dann auch damals schon Tests gemacht, teilweise als Testfahrer selber, damit die Qualität stimmte. Ich habe irgendwann auch mal Fahrräder für Jan Ulrich getestet, also die gegeneinander getestet, was jetzt besser war. Zeitfahrräder? Oder? Zeitfahrräder, ja. Hatte er wohl keine Zeit oder keine Lust zu, das selber zu machen. dann habe ich ja früh angefangen, auch in der Industrie schon was zu machen, mit Schwalbe. Mhm. Und darüber kam halt das ganze Interesse an der Technik. Weil gut, das war immer da, aber der Zugang halt auch zu dem ganzen Wissen dahinter, zu den Ingenieuren. Und ja, dann ist es dabei geblieben. Irgendwann hat mich mal Rolf Waldag angerufen. Sie bräuchten dann noch jemanden bei T-Mobile. Damals war es noch T-Mobile. Und dann habe ich mit dem zweiten Platz beim Zeitfahren sozusagen
die offizielle Karriere beendet. Und habe halt einen Monat später bei T-Mobile angefangen. So als erster Performance-Manager quasi. Ja, ich weiß nicht, der Titel war, glaube ich, dann noch was anderes. Ja, ich denke mir das. Aber war es am Ende, was heute Performance-Management ist, oder ging es vielmehr um einfach, ich meine jetzt Performance-Management, auch Coaching und sowas alles inkludiert, war es damals mehr Equipment? Oder damals war es rein Material und Technik, also schon Positionierung, Aerodynamik, aber da habe ich auch viel von Steve Hett gelernt, der die ganzen Windkanaltests mit betreut hat. Und ja, aber das war halt das ganze Optimieren des Fahrrades. Und dann hatten wir ja auch in der Zeit, wo ich dann, also T-Mobile hieß es ja nur 3 Monate, dann mussten wir ziemlich viel Magenta entfernen. Und in den 5 Jahren dort hatte ich ja dann auch 3 verschiedene Fahrradhersteller. Aber du hast ja, okay, Deutsche Meisterschaft, Podium, dann hast du da angefangen, um quasi Material zu testen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt hattet ihr Head doch nicht als Sponsor, oder ihr hattet dann ja auch bei Highwood nicht Head offiziell als Sponsor, oder? Wo ihr habt doch immer das genommen, was am schnellsten ist, ne? Oder die waren offiziell keine Sponsoren, wir haben aber dann die Freiheiten uns erkämpft, würde ich mal sagen. Da war Bob Stapleton ziemlich gut drin, dann eben das Schnellste zu fahren. Mhm. Kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ihr wart so die erste Mannschaft, die zum Beispiel hinten eine höhere Felge gefahren ist als vorne. Und da eben auch zu der damaligen Zeit wahrscheinlich die erste Mannschaft, die keinen festen Laufradsponsor hatte, sondern zum ersten Mal dann gesagt hat, okay, wir gucken, was ist am schnellsten. Und dann eben so zusammengestellt. Genau, ja. Das waren durchaus dann auch Zip-Laufräder und auch ein paar Lightweights dabei, je nach Terrain. Und ja, haben dann halt immer weiter dran gearbeitet. In der Zeit hat Tony Martin ja dann auch, war ja auch der Erste, der im Zeitfahren ja schon Faltreifen mit Latexschlauch gefahren ist. Da war er ziemlich weit dem Rest dann voraus. Ja. Das muss man, glaube ich, jetzt nochmal erklären. Ihr habt jetzt beide gesagt, die Deutsche Meisterschaft. Es geht natürlich um die Zeitfahrmeisterschaft, die du dann irgendwann, wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich starte jetzt einfach mal regelmäßig bei der Deutschen Zeitfahrmeisterschaft? Regelmäßig, nämlich auch, wir sind jetzt hier im Jahre 2007 oder 2008 gewesen und die du noch bis 2015 weiter eigentlich immer unter den Top 5 bestritten hast. Ja, das letzte Jahr war, glaube ich, nicht so ganz so dolle. Das war nicht mehr Top 10. Zwischendrin hatte ich auch schon mal einen Aussetzer. Ja, ich war aber dann nochmal 2-mal auf dem Podium, 4. Platz und habe es ja 2014 dann auch zur WM geschafft, ja. Über die Arbeit dahinter. Ja, das war halt viel Entwicklung, Testen, Reinarbeiten, aber auch immer der Ansatz, dass ich den Rennfahrer verstehen möchte, den ich da auf dem Zeitfahrrad einstelle. Also das, was er fühlt, gehört halt für mich immer mit dazu. Es gab noch eine Deutsche Meisterschaftsstraße in Cottbus. Wann war das? 9, 10? Ich glaube 9, oder? Ja. Die war 2009. Kann sein, dass du der Erste warst, der quasi ein Straßen-Aero-Rad hatte? Nee, das war ein Zeitfahrrad, ne? Ja, das war ein Zeitfahrrad. Ich weiß, dass es ein Zeitfahrrad war, aber ich weiß, dass wir uns im Rennautobus unterhalten hatten, wo alle, ich glaube, auf dieses Rad angesprochen haben und sagen, ey, was machst du mit ein Scott Plasma war das? Das war ein umgebautes Zeitfahrrad und ich wollte unbedingt ein Aerorad haben. Ja. Aber es gab keine Aeroräder zum damaligen Zeitpunkt, also nicht so wie wir es dann ein paar Jahre später kannten, oder? Von Feld gab es schon eins, von 2, 3 Firmen gab es schon Aeroräder. Bei Scott, mit dem wir damals als Team zusammengearbeitet haben, gab es halt keins. Ich wollte unbedingt eins haben und habe dann mal so ausprobiert, was es denn für einen Effekt hat. Es war phänomenal, bis auf dem Rückweg irgendwann ein bisschen Kopfsteinpflaster auf der Meisterschaft war. Da habe ich mir gedacht, die Füße hüpfen aus den Schuhen raus. Also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das war kein Rad für Roubaix. Aber sind daraus andere Entwicklungen entstanden dann innerhalb von Scott? Also das Ding sagt, okay, gut, irgendwie, also hast du das auch gemacht, um mit der Marke zusammen was zu entwickeln, oder war es für dich einfach nur, ich möchte gerne ein schnelles Rad jetzt hier gerade haben? Ja, also
für das Rennen war das für mich, ich möchte ein schnelles Rad haben. Es war ein ziemlich flaches Rennen. Wir haben dann aber daraufhin, musste ich das Fahrrad immer gut abdecken, dass es niemand sieht, angefangen, das Foil, das erste Aero-Rad zu bauen. Und da habe ich halt viel mitgewirkt. War dann halt auch das erste Aero-Rad, glaube ich, was bei der Tour de France auch über die Alpen drüber gefahren ist. Weil die anderen sind halt meistens so 3-4 Etappen im Flachen gefahren und dann hat sie ja auch gar keine mehr aus dem LKW ausgeladen, weil sie zu schwer oder zu weich waren. Und wenn man dann auf der Teamseite arbeitet, weiß man, dass das dann relativ viel Arbeit bedeutet für die Mechaniker. Warst du bei solchen Entwicklungen und wenn du dich da einbringst, dann irgendwie auch Beteiligungen dann bekommen am Ende? Oder war es einfach nur so, du hattest halt irgendwie Bock, das war quasi, wo du vom Team eh bezahlt wurdest, hast dem Sponsor mitgeholfen, aber ich glaube, es sind ja ein paar andere Produkte auch über deine ganze Karriere entstanden, ne? Jetzt nicht nur vielleicht so ein Rahmen. Ja, das besagte Plasma davor ist auch so entstanden. Ich hatte ganz am Anfang haben wir mit Giant ja das Zeitfahrrad entwickelt. Das war ein sehr, sehr kleines Projekt und ja, seitdem gibt es halt nur noch Vorbauten, die mit dem Rahmen sozusagen bündig abschließen. Das war der Vorreiter der ganzen Sache. Beteiligung ist halt immer schlecht, wenn man für die Firma arbeitet. Also du hast dann immer für die Firmen direkt gearbeitet? Nee, das war immer von Teamseite aus und bin dann danach aber ja auch 5 Jahre bei Scott gewesen. Ah, okay. Hab das dann auf der Firmenseite gemacht. Da waren noch andere Projekte dann. Ich dachte, also ich hatte immer den Eindruck, dass du so als Externer quasi da irgendwo beteiligt bist und gar nicht direkt bei der Firma. War zumindest mal meine Wahrnehmung. Weil ich die auch immer mit Teams in Verbindung gebracht habe, warst ja sehr umtriebig, aber bist es ja immer noch. Du bist ja da und da mal aufgetaucht, viel bei Toni unterwegs gewesen, so im Dunstkreis. Ja, da hatte ich die Erlaubnis hatte ich, Toni auch nach der Hyro-Zeit weiter zu betreuen. Das habe ich auch bis zum Ende gemacht. Das war auch immer ein sehr schönes Projekt. Und ja auch sehr erfolgreich mit seinen 4 Titeln, die er übrigens halt alle nicht auf Schlauchreifen gefahren ist, was noch 5 Jahre später, glaube ich, dem einen oder anderen Profi Kopfschmerzen bereitet, wenn er keinen Schlauchreifen fahren darf. Aber war es mit Toni immer einfach, so gerade positionsmäßig? Also so Toni und Jan Ulrich sind für mich so beim Personen, wenn du denen sagst, mach mal schnelle Position, dann ist vorbei bei denen so. Also, weil das ist ja, deren Position, rein optisch gesehen, ist ja das Gegenteil von dem, was man heute so sieht. Ja, das war nicht immer ganz einfach, aber das Schwierigste war eher so sein Sattel und sein Sitzpolster, dass das sozusagen nicht rutschte. Ja gut, da haben wir viel dran arbeiten müssen. Dann wurde das wieder verboten mit dem Sandpapier auf dem Sattel. Mhm. Dann gab es ja auch mal, glaube ich, irgendwo ein Rennen, wo dann ein Loch im Anzug war und das Sandpapier dann doch stärker war. Da haben wir doch einige Sachen gemacht. Ich glaube, am Ende gab es halt dann einfach Sättel, wo das Sandpapier eingenäht war. Und damit kam es ja wieder vom Hersteller. Mhm. Aber trotzdem mal zur Position zurück, weil es gab Jahre, da hat er was anderes probiert oder ihr was anderes probiert. War das von den Werten her besser, aber einfach dann am Ende nicht gut für ihn? Es war auf jeden Fall nicht erfolgreicher. Ja, offensichtlich, weil ich glaube, in dem hat er nicht gewonnen. Genau, ja. Ja, aber eben, da ist halt dieses, was ich vorhin sagte, dieses Reinfühlen in den Athleten. Am Ende ist es ja kein Seifenkistenrennen, wer am aerodynamischsten ist. Da habe ich schon viel aus dem Windkanal kommen sehen. Der Fahrer muss halt auch noch dabei treten. Und der Faktor Schmerz oder Leiden im Kopf ist ja schlussendlich das alles Limitierende. Was heute jetzt ja so eigentlich jeder macht oder viele ja auch so Außenstehende so schon wissen, ne, dass da jetzt irgendwie Zeitfahrposition, Aerodynamik eine große Rolle spielt.
das ist so in meinem Bewusstsein, was du zumindest in Deutschland auf jeden Fall der Erste, der sich mit dem Thema so weitgehend beschäftigt hat. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, wahrscheinlich der Erste, der so verschiedene Reifen getestet hat, wirklich auch verschiedene Laufräder, Rahmenformen. Wie war denn generell damals so der Stand? Ich meine, man kennt ja noch so diese ein bisschen abgefahreneren Zeitfahrräder, bis die UCI da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, wir haben nur noch Rahmendreiecke, aber vorher gab es ja dieses, ne, das Pinarello von Ulle, das dann so eine geschwungene Form hatte oder die eher extremsten Formen. Wie war das so? Wer hat sich noch damals damit beschäftigt? Weil ich meine, selbst zu meiner Zeit Profi 2010, da haben uns die Mechaniker einfach irgendwie ein Zeitfahrrad aufgebaut und das war's, ne? Also da hat keiner irgendwie groß eine Positionierung gemacht. Ja, Positionierungen gab es, glaube ich, damals nicht sehr viele. Technisch ja schon. Also Boardman hatte ja auch so ein verrücktes Fahrrad, was er damals 92 in Barcelona, glaube ich, gefahren ist, wo er nur eine Schwinge vorne und hinten hatte, glaube ich, oder zumindest hinten nur. FES hat ja auch schon früh angefangen, spezielle Fahrräder zu bauen, also direkt von Anfang an, dass ich das weiß, und die auch schon immer im Windkanal mitentwickelt hat. Ja, einige von diesen Windkanälen zwischendrin ja dann auch mal besuchen dürfen. Und dann, also gab es die technische Optimierung, die gab es schon immer, und dann warst du aber mit so der Erste, der dann gesagt hat, ja, das muss auch noch alles, also lass mal alles mal untersuchen, die Position, das. Ich meine, ich glaube, nachher ging es los mit Anzügen. Also so Details, da achtet heute jedes Team drauf. Da warst du auf jeden Fall so ein Vorreiter. Hast es ja dann auch selber nutzen können für dich. Ich weiß nicht, also ich weiß deine Leistungsdaten jetzt überhaupt nicht, aber es hieß immer so, ja, Lars, der fährt gar nicht so viel, aber der ist so aerodynamisch, der hat jedes Detail so optimiert, dass er halt eben mit den ganz vorne mithalten kann. Und ich meine, ich glaube, das eine Jahr bist du bei der deutschen Meisterschaft, glaube ich, nur eine Sekunde langsamer gewesen als Bert Grabsch? Ja, das war 2007, ja. Genau, genau. Und im gleichen Jahr wird er halt Weltmeister, ne? Und ja, ein Jahr später, in dem Jahr ist er, glaube ich, Vierter geworden, okay, in Stuttgart. Ein Jahr später ist er Weltmeister geworden. Ja, ich glaube, ich habe im Schnitt immer so 50 Watt weniger gehabt wie die anderen. Also mein Chassis war gut, aber der Motor war nicht ganz so gut. Er braucht aber auch nicht, ne? Ja. Ja, solange es flach war, hat das alles funktioniert. Durfte nur keine Steigung drin sein. Ich bin mal, wo waren die? Wangen, glaube ich, irgendwo die Meisterschaft gefahren. Da hat mich Toni dann aufgefahren nach der ersten Steigung. Dann bin ich lange mitgefahren. Dann kam die zweite Steigung. Dann konnte ich oben irgendwo Bert Grabsch sehen. Und dann ist Toni irgendwie aus dem Bild gefahren und ist dann aber schon verschwunden, bevor Bert Grabsch aus der Steigung verschwunden war. Der ist halt einfach an dem vorbeigefahren. An dem hat halt niemand erklärt, dass es der bergauf geht. Ja, ey, ich finde es auch jetzt mal noch was ganz anderes. Krass, wenn man so überlegt, jetzt, du hast ja eine ganz klare Vorstellung, was du mit einem Fahrer, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest, alles testen würdest, so. Was ich mir auch überlege, jetzt gar nicht nur aus aerodynamischen Gründen, aber auch so aus Handling-Gründen. Ich habe ja selber so ein bisschen Einblick, was so ein selbst World-Tour-Fahrer in so einem Team mit einer Fahrradbestellung zu tun hat oder mit seinem Fitting zu tun hat. Ey, also ich würde jeden Fahrer auch verschiedene Rahmengrößen fahren lassen. Man geht immer so mit der Einstellung ran, ja, das ist meine Größe, ich habe den und den Wert, so, ich nehme das, aber man kann ja meistens, also ich weiß nicht, ich frage dich jetzt mal, hast du ja zwei Varianten mittlerweile, die Rahmen sind ja, ne? Du kannst mehr Stack, ist heutzutage auch wieder besser, als es früher mal war. Ja. Also, du kannst zwei Rahmengrößen theoretisch fahren und die richtig für dich fitten und du hast dann zwei verschiedene Bikes, was Handling und vielleicht auch Aerodynamik angeht, die man gegeneinander testen kann. Kann man natürlich testen, muss der Rennfahrer sich halt wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass das aerodynamisch jetzt so einen Riesenunterschied ausmacht. Du kannst gleich fitten im Endeffekt, ne? Aber diese Arbeit macht natürlich schon auch auf der Betreuerseite mehr Spaß mit den Rennfahrern, die sich da selber auch mit ein bisschen beschäftigen. Es gibt halt ganz viele,
die lassen sich das Fahrrad da hinstellen und das war's dann auch. Da gibt's und die kommen dann aber natürlich in der Situation auch nicht wirklich weiter, weil sie halt da null Interesse, null Weiterentwicklung bei den Sachen halt haben. Ja, aber es wird doch von Teamseite auch oft nicht möglich gemacht oder auch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich denke, also viele könnten vielleicht jetzt, wo eben der Trend dazu geht, dass der mehr Stack wieder irgendwie mehr Sinn macht, weil es, wissen wir auch, irgendwie für die meisten auf jeden Fall ökonomischer ist und die Arme und die Schulterblätter ein bisschen höher zu kriegen, aerodynamisch dann vielleicht sinnvoller wird, könnten auch eine Rahmengröße größer fahren, als sie im Moment fahren zum Beispiel. Ja, aber ist nicht. Und das wäre vielleicht bergab auch wieder aber besser. Ist nicht das, ich meine, wir hatten noch so letzte Woche mit dem Jorgensen, ihr wisst, wie ich meine, der von Movies, der Ami, der irgendwie selber investiert hat und Sachen getestet hat und ich glaube auch, dass du halt anstatt nur bei den ganz, ganz großen Teams und selbst da gehen sie auch nicht bei jedem ins volle Detail rein. Wenn du es halt haben willst, musst du es halt selber machen, musst du halt selber investieren und ich weiß nicht, ob man es, haben wir irgendwann an so einen Punkt kommen, wo wirklich dann von 30 Fahrern 30 Leute komplett einmal durch so eine ganze Maschinerie durchlaufen, also wo du dann bei jedem die gleichen Standards anlegst. Ja. Keine Ahnung, also ich glaube, da sind Fahrer noch ein bisschen in der Verantwortung. So. Also ich, zumindest bin ich so aufgewachsen. Ich war selber früher beim Bikefitting, wir hatten es vom Team, aber ich habe es immer noch mal selber gemacht. So, auch Sachen mal irgendwie getestet. Ja, ich glaube, da gibt es wenige Teams. Also wenn sie halt jemanden intern haben, dann sind die Kosten ja begrenzt. Aber auch die Zeit, ne? Also rein zeitlich gesehen wird es halt immer schon eng. Also so ein Fitting im Labor jetzt, im Trainingslager, selbst das wird ja für 30 Fahrer eng, weil die fahren ja noch ein paar Stunden trainieren am Tag. Das ist immer schon sehr, sehr begrenzt gewesen bei den meisten Teams und wie gesagt, viele Rennfahrer wollen das auch gar nicht. Ich habe auch schon Fahrer gesehen, die bisweilen Zeitfahrspezialisten waren, wo das Fahrrad am Ende der Saison original verpackt wieder zurück beim Team abgegeben wurde. Aber habt ihr denn früher auch bei, als das Ganze so anfing mit Highroad, dann auch Pläne gemacht, wie die Fahrer sich zu verhalten haben im Feld, was Leadouts angeht, also was aerodynamisch am effizientesten ist oder welches Fahrrad ab wann Sinn macht und dann den Fahrern die Empfehlung ausgesprochen, vielleicht auch die, das und das Campenblatt zu fahren? Also ich meine, heutzutage ist ja auch einfach größer besser. Nicht immer, aber meistens, ja, also fährt da keiner mehr, außer ich mit einem 52er Platt vielleicht irgendwie im Straßenrennen, aber selbst bei SRAM, die ja versucht haben, es zu pushen, mit kleineren Kettenblättern, Mono, gehen ja auch so die ganzen Teams hoch auf 54 oder noch größer. Habt ihr das früher irgendwie auch schon gemacht? Ja, ich glaube, das erste 58er habe ich bauen lassen. Für Toni, gehe ich mal von so was für Bert Krapsch? Nee, für Bert Krapsch bei der Olympiade, die eine Hälfte ging rauf, die andere runter. Wenn man ihn noch kennt, weiß man, dass seine Trittfrequenz etwas limitiert war oben raus. War eher so ein Mr. 70er Trittfrequenz. Und das war damals das Größte, was sie halt von dem Alu-Zylinder, den sie halt da hatten, bauen konnten. Und ja, die Idee war vorher halt so einen Kranz zu haben oder irgend so eine Mittellösung zwischen rauf und runter. Und ich habe halt gesagt, na gut, dann nehmen wir halt das größte Kettenblatt für runter und dann das passende für rauf und hinten eine relativ eng abgestufte Kassette, dass man dann auch noch feine Sprünge hatten kann und nicht so ein One-By sozusagen Setup, was heute sehr modern ist, fährt. Aber jetzt nochmal zurück zu fragen, also habt ihr früher schon Pläne gemacht für die einzelnen Etappen, für die einzelnen Rennen, für einzelne Situationen im Wettkampf, welches Material genutzt wird? Ja, das haben wir schon. Also damals bei Highroad war ich dann halt nur für die technische Seite zuständig. Da hat Sebastian Weber sehr viele Sachen auch gemacht. Und dann wurde halt geschaut, was machbar ist. Also wir hatten ja bisweilen auch schon mal, gab es ja auch schon mal Regenreifen und so Sachen. Was dann aber in der Größenordnung von einem Profiteam halt irgendwann halt immer sehr unpraktikabel wird, weil auch so ein LKW
hat so seine Ladekapazitäten. Okay, jetzt hast du Jahrzehnte an Wissen in diesem Bereich. Jetzt sind wir mal in der heutigen Zeit angekommen. Vielleicht können wir auch noch einen Ausblick wagen. Aber was sind denn so jetzt in den letzten Jahren die krassesten Veränderungen gewesen, die du vielleicht auch noch selber gelernt hast? Also was, ich würde jetzt mal tippen, Körperhaltung ist immer noch das Wichtigste im Straßenrennen und Zeitfahren. Ja, es ist halt einfach der größte Widerstand von der Fläche her, ja. Wenn man das jetzt aerodynamisch betrachtet. Dann auf jeden Fall die ganze Individualität. Früher hat man halt mit 2, 3 Fahrern getestet, dann war das der Helm, der Anzug. Also bei Laufrädern und so weiter ist es ja natürlich, gilt es fürs ganze Sortiment vom Team. Aber gerade was jetzt Zeitfahranzüge angeht, haben wir bisweilen fast individuelle Lösungen mittlerweile. Mhm. Weil jeder Sportler ist so anders, es verhält sich so anders, dass man das nicht mehr verallgemeinern kann. Aber ist es auch der einzige Punkt, der wirklich individuell sein kann? Weil Helm ist ja offensichtlich, Laufräder mittlerweile auch, finde ich. Nee, Helm ist gar nicht so offensichtlich. Also. Ja, aber siehst du groß, wenn du jetzt durch die Teams gehst, außer jetzt vielleicht bei den GC-Leadern? Ja gut, bei den Helmen ist ja das Limit, dass es halt meistens eine Marke ist. Ja. Genau, aber das meinte ich mit Limit. Zum Beispiel Track ist bei Zeitverhelmen schon frei. Also die können Zeitverhelme fahren, die sie wollen. Oder die am besten passen. Ja, oder man wählt halt zwischen dem alten und dem neuen Modell. Das habe ich schon jetzt mit mehreren Teams getestet und das Ergebnis ist halt bisweilen 40-60, 50-50. Also das war halt nicht eindeutig. Auch nicht, dass man sagen kann, okay, die Figur, typischer Zeitfahrer, der fährt den langen Helm und der Bergfahrer eher den kurzen oder so. Das war auch die Größen von den Helmen, ne, werden ja teilweise, also du fährst einen viel größeren Helm, als du eigentlich von der Kopfgröße bräuchtest, vom Kopfumfang. Aber da der halt besser zum Körper passt, nimmst du halt eine Nummer größer. Ja, aber auch das kann man halt eben nicht verallgemeinern, weil das ist dann Marke A und das mag bei Marke B dann nicht mehr ganz genauso stimmen. Das muss man halt wirklich testen. Da muss halt jedes Team einfach investieren. Aber der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Zeitfahrhelm jetzt auf World Tour Niveau und einem guten und einem schlechten Zeitfahranzug ist der Zeitfahranzug schon wesentlich größer, oder? Also da der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten. Ja, viel, viel größer, also ist, ja. Ja. Mal kurz aufs Straßenrad. Auch viel, also auch auf dem Straßenrad ist die Aerodynamik ja viel wichtiger geworden. Beziehungsweise hat man auch gemerkt, dass es da einen riesen Unterschied macht. Und es sind auch alle irgendwie getunter, was das angeht. Denkst du jetzt mal auf Industrie und normalen Markt gesehen, normale Leute kaufen Rennräder? Denkst du, in 3 Jahren ist 36er Lenker normal? Bei den normalen Leuten glaube ich nicht, aber mittlerweile gibt es ja die meisten Räder sowieso nur noch mit einer Kombo vorne dran. Und wenn der Hersteller. Und die umzubauen ist halt so schwierig. Aber die Kombos, die es im Moment gibt, die sind ja irgendwie schon 5 bis 7 Jahre alt, was die Abmessungen angeht, wenn man jetzt überlegen würde, was man baut, finde ich. Also es hat noch kein Hersteller irgendwie oder die allerwenigsten eine moderne Kombo, was Abmessungen angeht, rausgebracht. Es sollen aber, habe ich nur Gerüchteküche, es soll halt wieder Regeln geben, was die Hoods auch angeht. Wie weit die auseinander sein dürfen. Ja gut, das ist ja. Und das beeinflusst halt auch die Lenkerbreite, aber am Ende drehst du. Das wurde doch gerade reguliert auf 35. Nee, aber nicht die Hoods. Da wurden ja nur der Lenker. Ah, die das wollen, ist ja egal. Anscheinend redet man über die Hoods mittlerweile auch so. Bei der aber es gibt halt kaum Lenkerkombos, die einen 140er Vorbau haben mit einem 38er Lenker. Ja, aber also es gibt halt fast keinen Hersteller, der das macht. Weil, macht eine Kombo rein aerodynamisch gesehen Sinn? Also jetzt. Ist natürlich, kommt aufs Rad drauf an, aber bringt das einfach wirklich einen Vorteil oder ist es einfach nur, sieht halt schöner aus? Aber es gibt ja Räder, da kannst du gar nichts anderes mehr draufbauen. Weil wenn du halt eine
Ja, aber jetzt 1 Zoll Gabel in dem Aero-Rad hast, dann passt ja auch nur noch für die ein Vorbau da drauf und die Kabelführung und alles. Mhm. Wenn das alles integriert ist, macht es halt schon Sinn. Und im Zweifelsfall dann am Ende für aber zum Beispiel Specialized ist doch, was aktuelle Tarmac ist ja auch semi-integriert, also mehr oder weniger integriert. Die haben ja jetzt so eine neue. Ja, bei meinem OBS ist es auch so, aber du kannst andere Lenker aufbauen. Du kannst ja verschiedene Lenker. So. Und dann hast du halt von mir aus einen Track oder was weiß ich, wo halt dann so eine komplette Einheit ist. Aber ich frage mich mal, ob das dann wirklich aerodynamisch schneller ist oder ob man es einfach nur macht, damit die Leute halt diese Produkte einfach auch kaufen müssen. Weil es teuer ist und schön aussieht. Ja, gut, ich meine, also du nimmst Leuten ja Auswahl weg. Ja. Also ja, das ist ja im Endeffekt das, worauf ich raus will, weil ich glaube, die Körperhaltung, die du am Ende mit dem Ding einnehmen kannst, ist wichtiger als das Teil an sich. Und deswegen sollte man halt da ein bisschen über die wird man ja auch in der Industrie jetzt gerade über die Dimensionen nachdenken, die in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren eben gebaut werden. Und die werden halt meiner Meinung nach schmaler, auch für man, das heißt, hat jetzt vielleicht langsam jeder kapiert, dass wenn man breite Schultern hat, es nicht unbedingt heißt, dass man einen breiten Lenker fahren muss. Nee, überhaupt nicht. Wenn man auf die Bahn geht, die holländischen Bahnsprinter sieht, also ich glaube, breitere Schultern gibt es nirgendwo und die fahren ja trotzdem 36er Lenker. Gut, die haben auch die Oberarme, um den festzuhalten da mit ihren 2000 Watt. Aber das ist halt mehr so ein Umdenken. Ich glaube, das sitzt halt noch so fest, dass man ab einer bestimmten Größe irgendwie einen 42er Lenker fahren musste. Ich habe damals bei Highroad schon mal 44 aussortiert, den gab es damals noch. Der wurde halt komplett verbannt. Mittlerweile würde ich den 42er halt auch komplett aus dem Sortiment nehmen. Danke, das wollte ich nur hören. Außer vielleicht für jemanden wie André Greipel, der dann wirklich auch die Schultern dazu hat. Aber die andere Sache ist halt, wenn man es mal gefahren ist, das merkt man von genau eine Woche, dass der Lenker schmaler ist. Ja, und ab da merkt man halt gar nichts mehr davon. Ich habe jetzt ich fahre so ein 35er Envy-Teil und 35-40 hat der. Und auf Mallorca jetzt über Ostern dachte ich das erste Mal beim Radfahren, boah, ist der breit. du gewöhnst dich einfach brutal schnell. Ja, das ist halt. Die Limitierung ist halt meistens im Kopf. Es konnte ja auch am Anfang niemand mit Scheibenbremsen fahren im Fahrerfeld. Das war ja undenkbar. Ich meine, vor 10 Jahren habe ich die ersten Scheibenbremsen auf der Straße getestet und es gab ja dann Protestaktionen und was auch immer. Mhm. Wenn du heute versuchst, einen Fahrer an ein Team zu vermitteln, was keine Scheibenbremsen fährt, dann wirst du da aber wenig Erfolg haben, oder? Ich glaube, es gibt ja auch keine mehr, oder? Gibt es noch Teams, die jetzt normale Rimbrakes fahren? Ich glaub, ja, vielleicht im Conti-Bereich und so, aber halt, glaube ich, sonst war es das. Ja. Okay, letztes Thema zu diesem Themenblock. Hast du irgendwelche Ausblicke, wo du denkst, das ist was Neues, was sich etablieren wird in den nächsten Jahren, technisch gesehen? Ja, da wird es immer wieder neue Dinge geben. Ich meine, wir haben jetzt ja fast nur noch elektronische Schaltungen am Fahrrad. Powermeter stellt jetzt gefühlt fast jeder her. Ist an jedem zweiten Fahrrad, was aus dem Laden geht, dran. Jetzt im April ist bei Roubaix mit zwei verschiedenen Luftdrucksystemen gefahren worden. Auch sowas wird dann irgendwann sich immer weiterentwickeln und vielleicht nicht der Standard werden, aber da wird es halt immer in diese Richtung weitergehen. Aber du siehst jetzt keine Revolution im Materialsektor. Wenn wir jetzt mal das Luftdrucksystem, das wäre natürlich schon eine Art Revolution, aber jetzt halt. Gut, ist halt im Straßensport halt begrenzt der Nutzen. Also bei Roubaix macht es natürlich Sinn, weil die Belege sehr unterschiedlich sind. Würde vielleicht jetzt noch, wenn der Regen einsetzt, noch Sinn machen, dass man, oder bei dir, bei den Gravelrennen. Aber in einem normalen Straßenrennen mit einheitlichem Belag muss man natürlich da auch nicht so viel variieren. Ist vielleicht mehr für den Hobbyfahrer, der das immer seinen Luftdruck kontrollieren kann, aber das wäre dann eher für das City-Fahrrad, da fährt ja jeder Zweite irgendwie mit dem gefühlten Platten drin. Oder mit Cross
Crossrennen, Luftdruck knapp über ein Bar. Ja, da wäre es tatsächlich gut. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich so am effektivsten oder da würden es die meisten nutzen, weil da würdest du so oft ja auch wechseln, wenn die Bedingungen sich wechseln und halt du diesen schmalen Reifen einfach hast und der wirklich so 0,1 Bar einen riesen Unterschied macht zum Teil auch. Ja, ja, wenn ein Teil der Strecke vielleicht einfach schnell ist, kann man da bestimmt noch was rausholen. Muss man halt mit spielen, mit basteln, ausprobieren und irgendwann wird das weitergehen. Aber was denkst du, wie klein kann diese Technik werden? Naja, erinnere dich noch an die erste Schaltung von Mavic, die LR. Ja, okay, ja, gut. Und wenn du jetzt, oder die ersten Umwerfer elektrisch, jetzt unterscheiden die sich nicht mehr von der Größe von einem mechanischen fast. Das ist ja nun eine Frage, wie viele Durchläufe an Entwicklung die Industrie dann dahinter hat. Hast du eine runtergebrochene Meinung zu Kurbellängen? Ist es wirklich fahrerindividuell oder würdest du vielen Leuten erstmal eine kürzere raten oder eine längere raten? Ich meine, da kommen wir auch historisch gesehen jetzt mal aus dem Bereich, wo jeder erstmal 172,5 dran hatte oder größer. Sind jetzt auch mittlerweile schon sehr weit runtergekommen. Wie ist deine Erfahrung dazu? Jetzt zu sagen, einfach kürzer ist jetzt schon gefährlich, weil ich habe schon ganz viele gesehen, die mit 165er Kurbeln per se da schon ausgestattet sind. Da ist halt dann die Frage, ob da kürzer noch Sinn macht. Ja, aber sicherlich vom Hüftwinkel mit den ganzen modernen Positionen von der Aerodynamik sind Kurbellängen von 175 und drüber sowieso ja schon nicht mehr im Nutzen, fast auch nicht mehr in der Produktion. Wenn du so ein Aerofitting machst oder überhaupt jetzt einen Fahrer berätst, Thema Kurbellänge und Hüftwinkel, gibst du dem dann auch Tipps oder schaust dir die Sprunggelenkshaltung an? Es gibt ja auf jeden Fall Fahrer, jetzt mal so zur Vorerklärung, die selbst im Profi-Peloton, die total spitzfüßig fahren. Das macht den Hüftwinkel natürlich auch ganz anders, als wenn du die Ferse tief hältst. Ja gut, aber es wird ja mit beiden schnell Fußpositionen werden Rennen gewonnen. Das ist halt so ein bisschen so dieses Individuelle. Wenn einer die Füße halt spitz halten will, dann hilft es auch nichts, wenn man da am Sattel rumbaut. Der Fuß wird dann nach wie vor so sein. Außer man setzt ihn so tief rein, dass er das dann nicht mehr schafft, weil das Knie in den Bauch stößt. Dann geht vielleicht irgendwann die Ferse runter. Ja. Und halt umgekehrt. Also da muss man halt auch erstmal schauen, warum tritt der Rennfahrer so? Liegt es an der falschen Sattelhöhe oder und passt er sich dem überhaupt an? Und dann muss man dann auch noch ein bisschen Zeit geben, dass er sich da wirklich anpassen kann. Ja, aber du würdest schon sagen, jetzt mal Grund, ne? Ich habe das aus dem Fitting eben auch die Erfahrung und habe versucht, mich selbst umzugewöhnen und anderen Leuten halt so Wahrnehmungen zu geben, da mal dran zu arbeiten und so weiter. Und ich weiß, dass es bei mir selbst auf jeden Fall wahrscheinlich 2 Jahre gedauert hat, von spitzfüßig zu, sagen wir mal 90 Grad im Sprunggelenk zu kommen und auch tiefer sitzen im Gleich. Und es hat, also ich würde sagen, es hat einen super positiven Effekt gehabt. Also ich würde per se Leuten, die die Möglichkeit und die Offenheit haben, das wahrzunehmen, dazu raten, es mal zu probieren, die so sitzen. Bist du da d'accord? Ja, das auf jeden Fall. Also es geht ja in erster Linie auch, welche Muskelgruppen man benutzt. Und wenn man mal versucht, so ballerinamäßig irgendwo hochzugehen, dann merkt man, eine Treppe hochzugehen, dann merkt man halt auch nachher die Belastung halt woanders, als wenn man das halt flach oder über die Ferse geht. Und da sehe ich halt den größten Effekt dahinter dann. Ich finde das Thema halt mega spannend, weil es über die ganze Mechanik vom Körper total viel Auswirkungen hat, weil dann auch das Becken sich so ein bisschen aufrichtet oder nicht, je nachdem, wie gut du das eben dann auch den Gluteus da aktivieren kannst. Und
man sieht es halt häufiger bei Hobbyfahrern, diesen spitzfüßigen Tritt. Aber ich finde es halt spannend, dass es trotzdem auch so im wirklich im Tour de France Peloton noch einige gibt, die so fahren und trotzdem schnell sind. Also am Ende ist Radsport dann doch Lunge und Herz. Ja, Toursieger halt. Also. Ja. Ich meine, Pogacar, da ist ja Paradebeispiel dafür, wie man. Na, nee. Ja, der fährt schon sehr, sehr spitz, ja. Ja, aber wenn er richtig Gas gibt, kann er schon auch. Aber der ist schon. Also bei dem hast du immer das Gefühl, der sitzt halt so tief, aber wenn du halt dann den Slow-Mo anschaust, dann sieht das dann schon auch wieder irgendwie. Ja, gut der aus. Kann auf jeden Fall beides. Aber bei dem finde ich, wenn wir jetzt eh schon mal Position sind und so, da fand ich das bei Flandern interessant, wie er sich aufs Rad legen konnte auf den letzten Kilometern Richtung Ziel und wie es Mathieu halt gar nicht konnte. Weil bei Mathieu das Gefühl hast, dass die Position nur darauf ausgelegt ist, dass er in den Bremsgriffen stabil ist, aber nicht sich wirklich in das Rad reinlegen kann, so wie es Pogacar halt kann. Was ich meine? Ich weiß nicht, ob du das jetzt vor Augen hast. Das hört bei Pogacar halt auf, dass er wahrscheinlich eine sehr, sehr schnelle Position einfach auch hat auf seinem Straßenrad im Vergleich zu vielen anderen Bergfahrern vielleicht auch. Ja, ich denke mal, er wird halt schon mal mehr Zeitfahrrad trainieren. Davon ist auszugehen, ja. Als der Crosser, der den ganzen Winter sicherlich eben diese stabile Position braucht für seine Rennen. Und der Rest ist halt dann auch einfach üben an der Sache. Ja, ja klar. Also ich meine, wenn man halt sich nicht klein macht, ich bin früher nur so Rennen gefahren, der Unterarm war immer waagerecht. Hat sich das jetzt nach den 2 Jahren Corona-Radrennpause dann im Rennen mal probiert habe, habe ich aber relativ schnell festgestellt, wo man überall Laktat bekommen kann. Selbst du. Ja, also ich meine, das muss man halt auch erstmal halten, diese Position. Ja. Und wenn man das nicht trainiert, dann wird das natürlich nichts. Ja, ich finde das, ich habe das früher, als ich angefangen habe, Leute zu trainieren, immer gesagt, dass wir Intervalle immer eine Aero-Position fahren. Also gerade zu Weizleben habe ich das immer gesagt. War auch ein Prozess und hat mir auf jeden Fall nachher dann auch zu ein paar Siegen geholfen, halt so in Spitzengruppen, wo das halt dann elementar ist, ne? Dann auch im Finale halt diese Position halten zu können. Und ich merke es gerade bei mir selber auch, dass ich dieses Jahr wieder vermehrt mache, also eigentlich jedes Intervall, außer, keine Ahnung, alles ab 120%, wird das dann irgendwann auch mal schwer, die Position zu halten. Aber es ist so krass, wie man sich muskulär dran gewöhnt, wenn man sich anfängt, auch wohl zu fühlen in dieser Position. Aber und dass es sogar angenehmer ist, als die normal, Anführungsstrichen, aufrechte Position zu halten. Das fand ich jetzt selber nochmal wieder so eine krasse Entwicklung. Obwohl es ja logisch ist, aber diese Schritte mitzugehen quasi. Ja, aber es ist oft so ein Vermeiden. Es ist am Anfang, ja, es ist vielleicht unbequem, aber das sind halt alles Muskeln. Mhm. Ja, genau, ja. Man geht ja auch nicht zum Bergtraining nach Holland an die Küste und meint, man wird dann besser in den Bergen und umgekehrt. Ich finde es als Hobby-Dulli im Gegensatz dazu auch extrem geil, Grundlage in Aero-Position zu fahren. Wenn man schneller ist. Wenn ich mit dem 30er-Schnitt nach Hause komme ohne mich großartig anzustrengen dabei. Das ist schon geil, wie schnell, habe ich ja letztens schon mal gesagt hier, wie schnell so ein modernes Rad einfach, wenn du es richtig aufsetzt und die richtige Position da drauf hast, wie unfassbar schnell es einfach rollt. Aber das Beste ist ja immer noch, wenn man zu zweit fährt und dann der neben einem in Aero-Position geht, dann weiß man, dass man gute Beine hat. Ja, ich mache das, muss das meistens machen. Neben deiner Freundin. Aber so kann ich halt auch mit irgendwelchen KT-Ärzten trainieren fahren und fahre trotzdem nur obere Grundlagen Watt neben denen, mache mich aber halt klein. Ja, also das ist halt immer der beste Trainingseffekt, so, also wenn es anders nicht geht, dann ist es, dann gewöhnt man sich halt auch dran und irgendwann kann man das halt auch 2 Stunden fahren, weil das beste Beispiel ist dein Sohn. Habe ich letztens noch jemanden sagen hören, ey, der Teutenberg, der sitzt in Aero-Position am Tisch zum Essen. Das ist vielleicht nicht die optimale Haltung, aber aber du weißt, was ich meine. Ja, der weiß auf jeden Fall, sich klein zu machen. Wenn ich die Belastungen aus den Radrennen vergleiche mit anderen, dann spart er da eine Menge unterwegs ein. Hat der eigentlich auch Watt oder nur Position oder beides? Der hat auch ein paar Watt, ja. Ist schon unangenehm mit ihm Rad zu fahren, wenn er sich so klein macht. Ich bin mit ihm noch nie Rad drin gefahren. Also
dann fährt man schon halt so Radrennen gewinnt, 36, 37 die ganze Zeit. Muss ich mich auch schon ganz klein machen. Andi Staub macht sich klein. Ich finde das auch super interessant, das Thema. Und finde jetzt auch gut, dass die UCI endlich mal die ganzen Beschränkungen ein bisschen gelockert hat. Also es gibt jetzt 3 Kategorien an Körpergrößen, ja, wo man die Position dementsprechend anpassen kann. Wenn ich Bilder vom Zeitfahrrad von mir auf dem Zeitfahrrad während meiner aktiven Zeit sehe, wo das, glaube ich, auf 75 Zentimeter mit über 1,90 dann begrenzt war, da habe ich nur Schmerzen beim Angucken. Ne? Also man konnte damals gar nicht so eine gute Position fahren, oder? Nee, sehr gut. Die haben halt irgendwann mal angefangen und haben dann immer weiter nachgebessert, weil sie dann doch gemerkt haben, dass das Regelwerk nicht so auf nur 2 Zahlen zu begrenzen ist. Und ja, die letzten Schritte, auch jetzt mit Michael Rogers da in der Verantwortung, die sind schon gut. Also auch jetzt sind dann die normalen Lenker halt auch reglementiert. Auch da muss es natürlich kein Ausarten geben. Es hilft dann auch nicht weiter, wenn wir dann irgendwann mit einem 25er Lenker am Start stehen und die Fahrer das Fahrrad dann auch nicht mehr handeln können. Ja, aber da hat man jetzt schon das Gefühl, dass da jetzt vernünftige Entscheidungen getroffen werden in der Hinsicht. Also man ist nachvollziehbar, dass es wirklich um den Sicherheitsaspekt geht. Jetzt bei der Begrenzung von der Lenkerbreite auf dem Straßenrad finde ich ganz ehrlich auch Sicherheitsaspekten gut, weil also sollte es nicht jeden einen 32er Lenker in die Hand geben und dann noch die Hoods reindrehen. Das ist halt, du hast einfach nicht mehr die Kontrolle übers Rad. Also das ist halt einfach so. Ja, und regelwertig ist ja auch dazu da, das auszuloten und innerhalb der Regeln dann die schnellste Position zu machen. Mhm. Also ich meine, Formel 1 macht jedes Jahr neue Regeln und die passen sich jedes Jahr neu drauf an. Ich glaube, wenn die Regeln von vor 20 Jahren noch hätten, dann würden die jetzt alle an der Decke fahren. Ja, die können ja an der Decke fahren, wenn die wollen. Ja, so eine Frage, die mir noch im Kopf rumgegeistert ist, ist so wie, beschreib mal, wie sich das anfühlt, so als Radsportvater, 2 Radsportkinder in Linn ja schon, ist zertifiziert World Tour mittlerweile? Nee, die haben das knapp verpasst über die Punktewertung. Ja. Da kann man vielleicht drüber philosophieren, welche Teams dann den Platz bekommen haben ein Jahr vorher. Da gab es halt keine Rangliste sozusagen. Nee, aber sie haben halt den Standard. Also von daher ja, passt also das alles, ja. Teamorganisation und so weiter, ja. Und Tim eben irgendwie auch, kann man jetzt noch nicht 1000% sagen, aber wahrscheinlich auch auf dem Weg in die World Tour. Quatsch da mal so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen aus den letzten Jahren des Heranwachsens deiner. Ich meine, du bist der Coach auch, ne? Also. Ich bin auch der Coach, ja. Wie ist das? Kinder trainieren. Also die eigenen. Die eigenen. Ja, das gab es zwischendrin auch mal Probleme, aber da ich ja auch eben andere trainiere, die damit auch schnell fahren, ist das eigentlich relativ einfach. Also aber seid ihr dann auf einer Trainer-Athleten-Beziehung in dem Moment oder ist da immer noch so Vater-Tochter, Vater-Sohn? Ja, wie gesagt, es gab dann immer so Phasen, als wir noch ein bisschen jünger waren, da kam dann schon so dieses Vater-Tochter rein, da wurde es dann nicht ganz einfach. Sie hat sich ja eine Zeit lang immer sozusagen gewehrt, da ganz weit vor. Mittlerweile geht das auch und merkt ja auch, dass das alles funktioniert und sich jedes Jahr weiterentwickelt. Und bei Tim, ja, das war vielleicht ganz früher mal, wo es da ein bisschen vielleicht Probleme gab, wenn was nicht funktioniert hat. Mittlerweile ist das sehr harmonisch und sehr gut. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also erstmal Kinder haben, dann, dass die noch Radsport machen und die dann noch trainieren. Es ist so. Also jetzt. Ja, aber ich finde den Sport schon ziemlich gefährlich. So. Ich glaube, wenn es den eigenen Kindern sind, hat man auch mal einen anderen Bezug auch dann dazu. Also ich finde es manchmal schon ziemlich bekloppt, was ich mache.
So. Ja, aber da habe ich grundsätzlich... ich glaube, das ist auch jeder Mensch anders. Aber, also ich bin mit meinem Sohn schon mal irgendwo in Frankreich gewesen, dann haben wir uns die Abfahrt bergauf angeguckt und haben dann runter meine Frau halt überholt. Also sie stand dann mehr oder weniger im Wege. Ich vorne weg und er mit, glaube ich, 15 oder 14 oder sowas hinterhergeschossen. Den konnte ich ja damals schon nicht mehr abhängen, außer über die Übersetzung am Fahrrad. Ja, ich kann da auf jeden Fall unterschreiben, aber ich kann mir hauptsächlich... ich kann mir tatsächlich Punkt 1 nicht vorstellen, Kinder zu haben, aber die, wenn ich dann welche hätte, die nächsten Punkte, die könnte ich mir wieder vorstellen. Also wenn es dann so wäre, dann... Ja gut, aber jetzt ist ja halt Punkt 1 schon ein Problem, ja. Von daher brauchst du mir erst keine Gedanken machen. Ja, dann, die holen wir auf jeden Fall irgendwann auch noch in Besenwagen natürlich. Aber ich habe gesagt, wir warten noch so ein bisschen. Wir schieben uns ja die Teutenbergs noch ein bisschen raus und die zwei können auch noch ein paar mehr Erfahrungen machen. Tim Thorn jetzt bei Leopard unterwegs mit einem geilen Fahrrad. Kaisermaterial, oder? Kaisermaterial, ja. Was sagst du dazu? Ist die gut, die Karre? Er ist sehr zufrieden, ja. Ich bin sie ja noch nicht gefahren. Aber die soll schnell sein, ne? Also so als Allrounder soll das Ding ganz gut sein, hört man. So. Was hältst du so von seiner Einschätzung? Kann er das schon beurteilen? Das kann er, glaube ich, ganz gut beurteilen, ja. Der hat auch schon Räder aussortiert, die er nicht mochte, ja. Was fährt er für einen Lenker da drauf? Ist es diese Einheit oder ist... Nee, der fährt keine Einheit, weil okay. Er braucht halt sehr viel Reach nach vorne und fährt dann einen speziellen Lenker, der extra lang ist. Okay, das reicht mir schon als Antwort. Okay. Mir ist heute übrigens auch gefallen, dass Gravelräder auch schnell sind, ey. Ich würde nochmal dieses Thema Aerodynamik, Technik und so weiter ein bisschen anders angehen wollen. Ich habe die Tage zufällig auf YouTube die Graham Obrey-Doku gesehen, so ein bisschen älter schon. Habe ich ja auch schon gesehen, vor 2 Wochen oder so. Ich glaube, Anfang der 90er hat er, wie du eben angesprochen hast, gegen Chris Boardman so in Großbritannien, ja, waren das so die großen Kontrahenten. Obrey hat so eine ganz spezielle Position gefahren. Der hat sich quasi mit angewinkelten Armen auf den Oberkörper gelegt und dann eben diese Obrey-Position eingenommen und war der Erste, der so von der konventionellen Position auf dem Rad wegging und halt so komplett auf Aerodynamik gesetzt hat. Und da ist die UCI damals dann auch schon gegen vorgegangen, hat mehrere Positionen, die er ausgetüftelt hat, verboten. Immer mit der Begründung, es geht um den Mensch und nicht um die Maschine. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren immer mehr geändert und für mich als Fahrer damals war es auch immer so, Zeitfahren müsste eigentlich eine gesonderte Disziplin sein, das ist nichts, hat nichts mit dem Sport zu tun, den ich hier mache, weil auch da die Spezialisierung schon so vorangeschritten ist, eben auch, ne, ich meine, für mich war es auch damals gar nicht möglich, so eine Position zu fahren und heute hat man das ja auch im Straßenbereich schon, dass man Räder hat, die einfach nicht mehr wettkampffähig sind. Findest du, dass man das doch noch stärker begrenzen sollte, auch so aus Fairplay-Gründen? Oder bist du eher so der Befürworter, na gut, die Technik, ne, alles schreitet weiter, verbessert sich und da müssen sich dann die eben anpassen, die... Ja gut, es wird halt immer Regeln geben und immer Fortschritt, immer irgendjemand wird halt schlauer sein als derjenige, der das Regelwerk geschrieben hat. Deswegen ist es ja jetzt alle 1-2 Jahre auch ergänzt worden. Ich denke, dass es mittlerweile sehr fair ist, von dem, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben, große wie kleine, in ähnlicher Position sich aufs Zeitfahrrad setzen können. Und was jetzt dann der nächste Sache ist, aber das versucht die UCI ja auch, dass die Produkte kommerziell verfügbar sein müssen. Gut, war das Fahrrad von Aubry auch nicht. Der hat noch Teile aus der Waschmaschine die Lager benutzt. Ja. Aber ganz kurze Frage dazu.
du bist ja selber involviert, wird das wirklich kontrolliert? Also es sind ja haufenweise Prototypen draußen unterwegs, also von, sei es Helm, Schuhe, Rahmen, Laufräder weiß ich jetzt nicht, aber es ist... Ja, doch, das wird... Ja? Das wird schon kontrolliert. Also sie müssen quasi dann den Prototypen Status haben, wahrscheinlich, oder? Du hast halt ein Jahr Zeit, das sozusagen an den Markt zu bringen. Musst es aber nicht. Doch, also, du musst es dann schon verfügbar machen, aber dann sind ja so ja, spezielle Räder halt entweder von der Lieferzeit oder vom Preis her auch einfach so weit weg. Ja, du kannst ja auch ein FES kaufen, rein theoretisch. Ja, bezahlen kann man es. Ja gut, gibt vielleicht Leute, die das schon auch bezahlen können. Aber ja, Aubry hat halt noch ein Fahrrad wahrscheinlich für unter 1000 Euro zusammengebaut oder mit den Laufrädern, die waren ja noch waren ja auch Carbon-Laufräder, die hat er nicht selber gebaut. Und Ganna hat jetzt ein Zeitfahrrad gehabt, was irgendwo ein Preisschild von 75.000 Euro oder mehr hatte. Da ist halt, glaube ich, mittlerweile die Frage, ist es noch fair dann, weil das hat natürlich nicht jede Nation, die jetzt Bahn-WM am Start steht, ja, wer kann sich denn das leisten, Vierer hinzustellen mit viermal 75.000 Euro Fahrrad. Gut, wird vielleicht dann jetzt auch, wenn es richtig in Serie geht, als Carbonrahmen nicht mehr so teuer sein, aber ich glaube, da ist halt so ein bisschen, wo es halt kritischer wird. Aber selbst im Straßenbereich, ich meine, wir haben jetzt gerade eben über Tim gesprochen, der war letztes Jahr noch mit Rimbrakes unterwegs und einem nicht ganz so schnellen Fahrrad. Der war damit zwar noch konkurrenzfähig, aber der hätte es mit einem schnellen Rad ja auch sicherlich leichter gehabt. Aber man hat schon gemerkt, sie sind dann letztes Jahr auf Scope-Laufräder und Tubeless-Reifen gewechselt. Das war halt dann der große Fortschritt. Ja gut, Bremsen, ich meine, sorry, aber ja, wer bremst, verliert. Also außer bei speziellen Abfahrten im Regen oder so, ist es ja erstmal kein Nachteil. Also, aber also glaubst du, die UCI schränkt da genug ein oder wäre da noch Raum? Weil auch auf der Straße gibt es ja verschiedene Nationen, die bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel teilnehmen. Ich denke mal, da sind die Materialunterschiede schon noch massiv. Ich sehe das auch bei den Jugendklassen als Problem, dass da halt manche Fahrer einfach High-End-Material fahren und viele eben nicht und dadurch einfach auch gar nicht so die wahre Leistung teilweise bei den Leuten sichtbar wird. Ja, ich denke, dass da schon Versuche gemacht werden, aber es ist halt auch irgendwie ja schwierig. Also ich meine, man kann ja nicht sagen, man begrenzt das Budget. Ich meine, bei der Formel 1 haben sie das mal gemacht, damit sie die Fairness halt haben. Keine Ahnung, 500 Millionen gegen 50 Millionen haben dann halt auch keine Chance mehr. Und ich glaube, allein vom IOC ist ja nach wie vor immer dieses Bestreben, dass das Material gleich und fair verteilt sein muss. Wie man das allerdings regeln kann, ist halt schwierig. Ja, weil das ist nämlich ein Punkt, ne? Weil eben kam die Frage, ja, kann man noch Fahrer in Teams vermitteln, die jetzt noch auf Rimbrakes unterwegs sind? Also, die Situation gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Aber Material ist schon ein Riesenthema, wenn es darum geht, in welches Team ein Fahrer eventuell wechselt. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall Teams, die deswegen schon ausgeschlossen werden, weil man da einfach weiß, okay, wenn der Sponsor bleibt und das Material-Setup bleibt, dann bringt mir der tollste Vertrag da nichts, weil dann fahre ich nämlich nirgendwo mehr hin, sondern bin eben nur noch zweitklassig unterwegs. Ja, also auch da hat sich ja viel getan. Also so die klassischen Nationen vor 10 Jahren noch, wo noch alles wie früher war. Auch die Teams arbeiten jetzt mittlerweile und haben ihre Berater und Entwicklung. Und ja, selbst so Traditionsfirmen, ja, Pinarello vor 10 Jahren hatte auch noch nichts in dem Bereich. Und jetzt sind sie Vorreiter in vielen Dingen. Also ich wäre so bei meiner Abschlussfrage angekommen, so langsam. Was denkst du, wie lange hast du noch Bock, so Lennart Klein und Konsorten auf der Rundstrecke zu ärgern?
solange es Spaß macht. Also ich habe jetzt schon mal, das hatte mich gestern jemand gefragt, warum ich das Rennen denn nicht mit meinem Sohn gefahren bin. Gut, ich weiß ja, was er dann drauf hat und was er vorhat im Radrennen. Da stehe ich halt freiwillig nicht am Start. Das kann die Leute ja als Indikator sehen schon mal. Also du fährst für ihn nicht die Sprints an? Doch, habe ich in Pulheim vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht. Ja, ja, okay, gut, seitdem ist ja auch, glaube ich, ein bisschen was passiert bei ihm im Körper, ne? So, anscheinend. So dass du mittlerweile dich nicht mehr an den Start stellst, wenn er. Ja, bei so einem Rennen würde ich das noch machen, weil da kann man ja so noch mitfahren. Aber ein Rennen, also in Longerecht würde ich das auch machen. Aber Rennen, wo das nicht so ganz flüssig geht, lasse ich das lieber. Und so wie ich das Rennen beobachtet habe, ging es auch ganz vielen anderen so. Habt ihr noch was zu sagen? Wie viel trainierst du noch, um noch heute immer bei den Rundstreckenrennen mitfahren zu können? Ich glaube, seitdem ich aufgehört habe, das schlechteste Jahr war, glaube ich, 10.000, 12.000. Auch schon mal mehr gehabt. Aber ich glaube, in dem Jahr, wo ich zur WM bin, hatte ich 14.000. Okay. Es geht auch mit Qualität dann. Ja. Wobei mein Trainingsplan halt von der freien Zeit und vom Wetterbericht geschrieben wird, da bin ich tatsächlich nicht so. Und wenn ich Spaß habe, trete ich halt mal ein bisschen drauf. Und wenn nicht, dann lasse ich es halt sein. Ja, Paul hat sich schon gefreut. Wie, auf was? Die nächsten 15 Jahre Rennkarriere sind ja, abgesichert. Ich hab mich damit abgefunden, dass ich auch nicht aufhören kann, von daher. Ich finde das gut. Ich habe einen Kampf aufgegeben. Ich meine, wenn ich mit 52 noch so jung aussehe, ey, dann ganz ehrlich, weitermachen. Du hast jetzt aber noch mehr Haare als ich. Paul immer nur Haarneid. Gut, ich fand es mega spannend. Ich glaube, auch viele Hörer werden die Themen mega spannend finden. Danke, dass du da warst. Vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank, guys. Jo, und wir hören uns zum Giro-Special. Ciao. Tschüss. Ciao.